Hallo lieben Damen und Herren, heute stellen wir euch den Liberty Helper vor. Wir haben den Projekt mit mir und also ich, Ali Muradi, und mein Freund Man Alawait gemacht. Der Projekt ist eine kleine Variante von einem Robot, also von einem Transporter oder von einem Bibliothekhelfer. Die kleine Variante hat circa mehr über 8 Stunden gedauert. Wir haben sehr viele Fehler gemacht. Aus den Fehlern haben wir gelernt, aber das ist uns auch als Erfahrung geworden. Die Idee war, dass wir für den Menschen, die in die Bibliotheken auch leichter machen, die Bücher auch ausborgen würden. Wir haben es auch programmiert mit Arduino und es hat, wie Ali gesagt hat, mehr als 8 Stunden gedauert. Und das Idee war, dass es in die größere Variante in der Bibliotheken würde sein und dass man auch nur das Bücher darauf legt und dieses Roboter fährt zu der richtigen Regalnummer und schiebt es einfach rein. Und wenn es auch verbessert wurde, kann man auch Bücher holen oder bringen, nur wenn man den Koordinaten eingibt oder die Regalnummer einfügt. Man kann den Roboter so programmieren, dass er von Punkt A beispielsweise zu Punkt B fährt. Der Roboter besteht aus sehr vielen Teilen, aus den Arduino, aus den Robotersteuerung, aus 4 Motoren, aus 4 Reifen und aus sehr vielen Batterien. Und wie gesagt, das ist die kleine Variante. Es fährt auch, ist nicht nur so aussehen. Und halt es. Ich hab nicht eingefügt, dass es stoppen soll oder so. Es stoppt eher automatisch. Man kann es so gesagt auch programmieren. Man sagt, fahr von Punkt A bis Punkt B, aber man muss die Koordinaten eingeben. Und ja, und wir wollen uns an Personen bedanken. Wir danken alle, die mitgeholfen haben und mitgemacht und uns geholfen haben. Danke an alle Mentor, Mentorinnen. Und einen privaten Dank zu Herr Hansi. Er hat uns sehr, sehr viel mitgeholfen und ich hoffe, es hat euch gefallen.